Das neue Deutschlandhaus am Gänsemarkt bietet demnächst dem Hauptmieter Hasper Platz für 1700 Mitarbeitende. Auch Aston Martin wird hier seinen Showroom eröffnen. Gastronomie und 30 Mietwohnungen runden den Neubaumix ab. Das Deutschlandhaus am Gänsemarkt wurde vor 4 Jahren abgerissen und von Star-Architekt Hadi Teherani neu entworfen. Sein erster Backsteinbau, Klassik trifft auf die moderne Interpretation eines Hamburger Innenhofs mit Atrium. Ende 2019 wurde mit der Baustelle begonnen, jetzt steht das Haus kurz vor der Fertigstellung. Über 400 Millionen Euro wurden investiert. Der Hauptmieter ist die Hamburger Sparkasse. Außerdem sollen Eigentumswohnungen entstehen, vereinzelt zieht auch die Gastronomie in das Haus. Wir glauben jetzt hier wirklich einen Beitrag gemacht zu haben, dass es eine Fortsetzung der Tradition der Kontorhäuser ist, die man in Hamburg eigentlich kennt. Und hier am Gänsemarkt jetzt erhoben im ersten Geschoss so eine große Piazza zu haben in der Höhe ist schon einmalig mit diesem Palmwald. Wir haben ja mehrere Polykrisen in der Immobilienbranche, Zinsanstieg, Lieferkettenprobleme, Bauprobleme, Nachhaltigkeitsherausforderungen, mobiles Arbeiten als neue Form Büroleben zu gestalten. Letzteres beispielsweise ist hier schon eingeflossen, gemeinsam mit Hadi Teherani, aber auch mit den Nutzern haben wir darüber gesprochen, wie wir das gestalten. Wir sind besonders stolz, dass wir natürlich gerade in so einer schwierigen Zeit so ein großes Projekt dann doch so erfolgreich, wir sind fast 100% vermietet, fertigstellen konnten und jetzt demnächst an die Nutzer übergeben können.